Hier entsteht was Neues. Zum ersten Mal wird sich Juliane Golbs die Leinwand mit einer anderen Künstlerin teilen. Ein Gemeinschaftsprojekt für einen guten Zweck. Nothilfe in der Ukraine. Gerade in diesen bewegenden Zeiten macht es ja mehr als Sinn zu zeigen, dass, wenn es im Kleinen funktioniert, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander und füreinander, dann kann man sich auch wünschen, dass es im Großen funktionieren kann. Acrylfarbe auf Leinwand. Ganz ohne Pinsel malt Juliane Golbs. Nur mit den Fingern. Ihr Markenzeichen. Sie lässt Hamburg leuchten und strahlen. Was liebe ich am allermeisten? Und das ist die Elbphilharmonie in Hamburg. Es gibt für mich nichts Schöneres. Wenn ich durch die Stadt fahre, fahre ich absichtlich Umwege, um an der Elfi vorbeizukommen. Und ich werde nie müde, sie zu malen. Dieses Bild soll anderen helfen. Und deswegen geht es jetzt auf Reisen. Es ist noch nicht fertig und wird trotzdem schon verpackt. Für die nächste Künstlerin. In ihrem Atelier in Ottensen darf Janine Platz weitermalen. Wow, sieht gut aus. Zwei Künstlerinnen erschaffen ein Kunstwerk. Eine beginnt, eine vollendet. Und jetzt ist mein Part dran. Der Hamburger Hafen hat es ihr angetan. Immer wieder. Janine Platz war schon auf der ganzen Welt unterwegs. Hat auf Containerschiffen und in Luxushotels gemacht. Aber ein Bild auf ein anderes draufgeschichtet, das hat sie noch nie. Ich habe ja gedacht, mal gucken, ob ich mich überhaupt traue, ob es nicht vielleicht für mich so fertig ist. Aber ich finde, sie hat wirklich viel Raum gelassen, sodass ich weiter fantasieren kann. Und das ist ganz schön. Auf der Leinwand sind beide Kunstwerke schon vereint. Und jetzt treffen sich auch die beiden Künstlerinnen zum ersten Mal. Wow! Mega! Mega, ja, mega, gut. Mega, 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 mega. Für mich ist das Bild so ein Symbol für Vertrauen, für aufeinander zugehen. Alles, das beinhaltet auch Frieden. Und jeder wünscht sich Frieden. Und ich denke, wir können es nicht erwarten von den großen Mächten, dass die jetzt uns Frieden bringen, sondern wir können es im Kleinen mit uns und der Welt jeden Tag praktizieren. Ein Bild aus Hamburg für die Ukraine und Menschen in Not. Ab heute wird es online versteigert. Kunst, die verbindet.